Guten Tag, hat er gesagt. So, für mich geht es ja jetzt auch besonders darum, ja, so einen Rhythmus reinzukriegen, wie ich was am besten mache. Mit den ganzen hier. Also nicht nur, dass wir hier normal mit reinschütten und sowas, ne? Aber da ich so einen kleinen Rhythmus kriege, was am besten ist. Wie ich denn besonders auch hier mir den Eingang grabe. Muss man ja auch dazu sagen. Ja, mittlerweile ist das ja hier vorne relativ gut geworden. Wir können ja hier natürlich immer ne, so eine richtige Kerbe reinhauen. Das funktioniert ja relativ richtig gut, ne? Und solange er da noch zu tun hat. Gott sei Dank, ne? Oh, irgendwas. Irgendwas ist voll. Ich glaube, er war ja kurz voll, ne? Ja, ich bin daneben, ja. Würde jetzt auch mal gerne wissen, wenn ich jetzt wirklich hier auf Speed mache. Ob ich das denn irgendwie am Laufen lassen kann. Ja. Der ist jetzt schon komplett weg. Alles ist schon weg. Wir können es ja mal ausprobieren. Ist ja egal, ob jetzt mal ein bisschen Energie, aber ob ich jetzt, wenn ich hier vorne arbeite, einfach weitermachen kann. Neblig gerade. Nee, das macht er zu schnell weg. Guck mal. Altdude. Da können wir ein bisschen aufbereiten. Aber es gut war drin, da muss ich sagen. Jede Kelle. 38%. Das ist dann überall so. Schön. Cool, muss ich sagen. Klar, mit dem Wasser muss das anders werden. Bin mal gespannt, wenn wir denn wirklich mal 100% erreichen, wie das denn so ungefähr wird. Inwiefern wir denn da was raus haben. Wie gefühlt denn so 1,5 Kilo eigentlich. Und dann müssten wir das ja ein bisschen auch so verfeinern. Warum ist jetzt so ein Nebel eigentlich? Also nur so ein Stück verfeinern. Aber erstmal fahren wir hier mal denn so rein. Das funktioniert hier mal relativ richtig gut. Ist nicht vorne, ob wir denn den Eingang mal ein bisschen kratzen hier mit dem Bagger oder sowas, ne? Sonst so, nee, richtig zufrieden. Ja.
Das ist natürlich auch viel, viel angenehmer. Die andere Maschine hätte ich auch gerne. Also wenn wir uns das mal leisten können, würde ich die auf jeden Fall mal ausprobieren. Das wird ein bisschen Dummy staucht wird oder sowas, ne? Oh, müssen wir tanken fahren. Es ging aber jetzt schon schnell runter, ne? Den Tank. Wenn wir es schaffen, den aber hier noch voll machen und dann eine Kelle nach hinten bringen. Das glaube ich denn ein bisschen geiler. Ah, passt da noch was rein? Ne. Könnte knapp werden, ne? Mit dem Vollmachen. Aber so langsam die Übung macht der Meister. Ja, und wenn man weiß, dass eine so eine Ladung 200 Gramm Gold ist, fährt sich das ja auch ein bisschen noch anders, ne? Kann ja wirklich die ganze Zeit so automatisiert schon fast das machen. Na, wird er jetzt schon langsamer? Nee, oder? Achso, das war die falsche. Nein, jetzt, jetzt ein bisschen vergessen runterzumachen. So, jetzt müsste ich links und rechts auch mal ein bisschen wieder abgraben. Ansonsten, genau, habe ich nämlich so eine komische Spur und fahre so schräg raus. Diesen Berg hier am Eingang irgendwie mal wegbekommen, ey. Das wäre auf jeden Fall besserer, ein toller Roller. Ja. Soweit. Ja, ich glaube, einen kriegen wir noch hin, aber das wird eine knappe Sache, ne? Doch, doch, das geht noch. Ja, mit ein paar mehr Kipplader werde da natürlich dann auch noch so eine Sache. Aber wenn wir denn erstmal Geld machen, ein paar Millionen, dann kann man sich das ja auch noch mal überlegen, ne? Falls wir überhaupt ein paar Millionen machen. So, jetzt fahren wir da bis hinten hin. Dann tanken wir mal das gute Schlachtschiff. So ein bisschen höher und dann hier rein.
So. Ich glaube, denn lieber so hier hinten ran, ne? Dann könnte das ein bisschen cooler sein. So, Motor aus erstmal. Ja. Rote Licht ausmachen. Waren wir überall mal ein bisschen. Gut, ist voll. Das heißt, da hinten könnte ich dann wieder auftanken gehen. So, wo hast du denn dein. Da ist dein Frummel. Dann kann er tanken, kann ich hier hinten auch schon mal auffüllen. Wer vielleicht alles so ein bisschen was braucht. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr hier. Oh ja, da passt eine Menge rein hier, wa? Da passt eine richtige Menge rein. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja immer wieder so ein bisschen auffüllen, ne? So, cool. Wie viel haben wir da noch drin? Ach, da haben wir noch mehr als genug drin. So, Zapp-Pistole, den hier wieder gleich aufgefüllt. Der große Generator hat noch alles, ey. Ja? Der hat noch. Das ist noch gar nicht zu beachten eigentlich. Sehr schön. Das freut. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich so viel Sinn macht, das zu machen, so wie ich, oder nicht besser gesagt, mit dem Kipplader. Ich glaube, wenn ich immer einen Kipplader voll mache, den hinfahre, reinkippe, den zweiten voll mache, ist das ein bisschen besser als das so zu machen. Glaube ich jetzt so zumindest. Sonst fahre ich mir ja jetzt hier immer, sind ja ein paar Meters, sonst immer einen richtigen Wolf, ne? Aber letztendlich muss es ja auch nur voll werden. Und wie bleibt denn der immer hinter? Da kann ich keine Höhe einstellen. Das ist eigentlich immer so das Doofe an dieser Kamera. Die bleibt immer da, wo man ist. Das ist auch immer doof eigentlich. Und hinterher, aber naja. Und ein Manko wird es immer geben, ne? Aber damit lässt sich natürlich hier mit dem Bagger ordentlich viel raushauen. Jetzt wünsche ich mir noch eine größere Schaufel zu haben. Aber es ist nicht immer so. Nicht, weil man gierig wird, sondern. Weil es irgendwie so wirkt, ob könnten wir das irgendwie. So auch ganz gut machen, ne? So rein zu kanten ist natürlich auch, ne? Wenn man denn so ein bisschen seitlich abgraben möchte. Auch eine gute Sache. Dann brauche ich nicht immer die Höhe ändern erstmal. Ich da einfach so ein bisschen Material wegnehmen. Ist das auch erstmal ganz gut, ne? Versuchen wir mal, das irgendwie so, das mal ein bisschen beizubehalten.
Ja, cool. So, jetzt habe ich mir meinen Schluck Kaffee auch verdient. Wir haben schon ordentlich was gemacht. Dass man hier nicht irgendwie machen kann, dass die Kamera so mitschwenkt. Ne? Wenn du zwei drückst, ist die Kamera viel zu nah dran. Ist ein bisschen ja, blöd irgendwie. Da will ich viel, viel tiefer hier. Ja, so. Ja, machen wir vorne hier gleich ein bisschen breiter. Ja, das ist cool. Und man hat ja eine Menge Gebiet, ne? Und hier vorne ist ja eigentlich noch wenig Gold drin. Wir sind ja gar nicht an den schönen Gold dran. Kommt ja vielleicht ja irgendwann erst, ne? Das ist noch lang hin. Auf Deutsch. Das müssen wir ja auch mal sehen. So. Ich glaube noch zwei kleine Dinger. Wenn wir hier vorne ein bisschen breiter haben, können wir auf der linken Seite dann auch noch den Eingang, glaube ich, ein bisschen. Oh, ja. Achso, jetzt ist zu links, ne? Genau, so ist besser. Ich glaube, wir können das denn schon mal laufen lassen. Ist ja mal auch so ein Zirka-Wert, ne? Ah, doch, eine können wir noch. Eine mache ich auf jeden Fall noch. Eine Kelle. So. Und dann können wir schon mal den ordentlich losballern. Können wir den Bagger schon mal gleich in Position bringen. Wieder. Oder erstmal anmachen, ne? Sonst verlieren wir ja auch ein bisschen Zeit. Wir haben ja gerade mal kurz von 9 hier. Oha, da kann der mit Vollspeed fahren, ne? So, wo wir da im Weg sind, können wir den hier schon mal hier vorne hinfahren. Licht aus, Motor aus, raus hier. Dann machen wir hinten gleich mal an. Sehr schön. Also die Anlage hier, das Ganze, das hat sich richtig toll gelohnt bisher. Wenn natürlich jetzt dementsprechend unser Geld wieder rauskriegen, dann wäre es natürlich klar, auch richtig was Schönes. Ah, scheiße. Siehst du? Und jetzt sind diese Sachen, die sich erstmal dann komplett automatisieren müssen, ne? Da ich dann sage, okay, ich muss wirklich, nee, nicht den Dings rausnehmen. Den hier anmachen. Und natürlich auch hier anmachen. Damit hier auch überall dann Wasser ist. Jetzt habe ich es weggeschippt, ne? Ja. Da kam zwar was, aber ich habe es einfach jetzt wegwart. Scheiße. Das heißt, nur weil man das nicht so kennt, ne? Nicht das automatisiert.
No, dann kommt der Vierte hier hinten dran. Muss man aber auch mal gucken, weil der Rüttler da, ne, der kann nicht alles jetzt da. Na, aber gerade so, ne? Ich glaube, hier, das macht schon am meisten Sinn, wenn das hier einfach daneben steht. Hopp. Und drin damit. Naja, sobald er hier auf Erde trifft, ne, da geht gar nichts mehr. Ja, er macht einfach weg, da ein bisschen. Und ja, warum? Ich bin wie so eine Musche, den nicht einpacken kann, ne? Rückwärts gleich vorwärts ist er. Ja. 92% ist der da vorne. Aber wärst du zu zweit, da wirst du das Ding ja ewig belaufen lassen, ne? Naja, der ist am. Guck mal, wa? Der kommt da gar nicht hinterher. Okay. Also mit zwei da reinfüllen ist dann auch nicht so geil. Naja, jetzt baut er ab, aber. Ja, der schiebt da ordentlich rein. Ja, kriegen wir draus? Ja. So, und dann müssen wir den hier auch gleich wieder pausieren. Zack, zack. Ja, das Licht lassen wir kurz mal an. Er ist jetzt fertig. Guck mal, wir sind auf fast nur eine Lage oder eine Ladung. Dann sind wir auch gut durch. Ja, und das hätte ich natürlich dann gerne irgendwo oder irgendwie mit einmal gesteuert. Cool, 74% überall. Und das hat dann was, ne?
Ja. Ja, viel zu viel. Oh Gott. Manchmal ist aber auch der hat auch einen Schwung drauf. So, jetzt hier vorne schon mal ein bisschen abkratzen. Und hier ein bisschen ordentlicher machen. Aber nur ein bisschen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Drin gekippt hier. Aber sieht doch schon ganz anders aus, ne? Und gar nicht erkennen, dass das hier mein Claim ist. Wenn man so die letzten Tage noch vor 20 Folgen gucken, ne? Dass er so rum zählen, sonst weiß man ja gar nicht, was ich meine, ne? Sind später bestimmt hier voll der Tagebau. Ich hoffe nur, dass man die Ränder dann wirklich schön bauen kann. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das kriegt da alles weg, wenn du möchtest. Aber noch eine Kelle und dann können wir es schon reinbringen. Ich würde eher mal hier jetzt ein bisschen abkratzen. Wenn es geht, probieren wir mal. Was kommt? Hier jetzt runter, die Kelle. Ein bisschen auch so auf Kratzposition. Dann haben wir hier ein bisschen mal. Das hier vorne, das muss ich absolut mal, weil ich habe nur so eine enge Spur eigentlich zum Reinfahren. Irgendwie mal schön machen, ne? Aber da muss ich drinnen wenden können, glaube ich. Aber das sind eben so Sachen, die irgendwie nicht so cool sind. Das können wir ja jetzt mal probieren. Eine Kelle können wir ja voll machen. Und dann probiere ich jetzt da vorne mal noch das ein bisschen hübscher zu kriegen, ne? Mal mit einer Wendung hier drinne. Ja, nicht so am besten. Okay. Bisher sieht so aus, als können wir hier gut wenden. So, dann erstmal die ein bisschen gerader, die runter. Okay.
Das wirkt schon mal gut, ey. Haben wir ein bisschen was aufgeräumt. So, hauen wir das mal noch rein. Und dann haben wir beim nächsten Mal ja hier das große Geld, was denn kommt, ne? Also, was heißt das große Geld, aber da können wir schon mal so ein bisschen anders wirtschaften hier. Wenn wir den dann mal unten reinstellen können, ist es ja auch noch eine ganz andere Sache, ne? Hören wir aber noch an, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube schon, dass 74%, dass wir jetzt denn da voll sind. Dann haben wir die große Auswertung. Beim nächsten Mal. Ne, diesmal mache ich aber erstmal Wasser an, ne? Irgendwie cooler. Nee, erstmal ein bisschen Wasser pumpen und dann hier stromen. So. Mach mich reich, mach mich reich, mach mich reich. Noch viel, viel reicher. Kommt der überhaupt drüben was an? Ich sehe gar nichts. Hat der überhaupt der hier Brocken rüber? Ach so, okay. Schon sagen, der muss ein bisschen was machen, weil wir haben ja auch, und das ist ja auch das hätte an den Tag, da müssen wir ordentlich Geld verdienen, weil wenn wir hier kein Geld verdienen, zumindest nicht ausreichend, können wir unsere Schulden gar nicht decken. Dann wäre dann ziemlich ein bisschen blöder, ne? Deswegen bin ich dafür, dass das hier ordentlich abgeht. Aber ich glaube, der kriegt das hin. Und jetzt sind wir hier beide bei der 80. Und glaube, danach leeren wir dann schon aus, ne? Oder muss man das immer 100 haben? Hat das einer schon mal mitgekriegt? Ist das jetzt ein großer Unterschied? Jetzt ob 80 oder 100? Also hast du denn, oder ist das nicht das gleiche? Aber er hat ja hier noch Schnittmaterial drin. Er kommt ja gar nicht hinterher so richtig. Aber er kommt ja voll da hinterher. Er kippt weg. Er hat hier noch 40. Ja, dann sind wir beim nächsten Mal den ordentlich dabei. Und deswegen sage ich denn schon mal Tschüssikowski. Jetzt machen wir mal Gold. Da wollen wir hier dann knapp vielleicht 2 Kilo haben oder sowas. Ne? Und wenn wir die 2 Kilo haben, dann haben wir ja auf jeden Fall unser Schuldenerlass auf Deutsch, ne? Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und ja, bitte. Ciao, ciao.